Das geht mir Gib ab, ähnlich. gib ab. Ja, wenn ich Alle könnte. meine Dinger haben Voraussetzungen. Ich muss alles Mögliche kontrollieren, damit ich das kriege. Ja, die vierte Internationale. Schaut auf die Kommunisten. Schaut, schaut. Schaut, schaut. Schaut, schaut. Wow, 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 wow. Was? Was lacht er? Was hat er gemacht? Also, noch nichts. Alles easy. Und wird erstmal das Schicksal der Tschechoslowakei schieben und Frankreich verbündet sich mit. Oh, Konfrontation mit den Kriegsherren. Habe ich jetzt einen nationalen Schwerpunkt? Oh, kommunistische China. Oh, Moment, ich muss mal kurz Pause machen. Ich habe hier. Ah, die sind umgangen. Okay. Okay, okay, okay. Kann weitergehen. So. Okay, kommunistische China ist Russlands Freund geworden. Okay. Okay. Dann kann der jetzt den Krieg wagen. Ja, würde ich auch sagen. Ich sehe jetzt die Pläne. Die Landpacht abschaffen. Ja, machen schon Was? Pläne, um Shaanxi zu erobern mit 24 Divisionen. What the fuck? Die wollen mich gar nicht mitspielen lassen, oder wie? Ja, muss ja nicht reinrufen. Dann erstmal viel Glück oder so. Ja, jetzt recht flott. Ach, mach doch schon, bitte. Das Schicksal der Tschechoslowakei. Wir kriegen gerade massiv Truppen. Sehr gut, Deutschland denkt mit. Sehr gut. Jetzt sollen wir jetzt snacken. Oh, die wollen sich komplett Rumänien, Polen und Litauen snacken. Ja, ich sehe schon, wo das hinläuft. Und wenn die dann das Ganze haben, rennen die einfach durch die Sowjetunion durch. Solange. Man rennt durch die Sowjetunion. Okay. Die KI macht schon Pläne, sehe ich gerade. Ich sehe die ganzen Befehle, die die KI schon rausgegeben hat. Ich weiß nicht so recht. Ja, ist irre, ne? Ja, also, wenn das klappt, Hut ab. Wenn nicht, habt ihr Pech gehabt. Heilige Scheiße. Da ist Zeug an der Grenze. Das ist schon ein bisschen Viel was, Stuff. Ja. Viel Stuff, der dir deine... Nee, nicht bei mir, an anderen Grenzen. Ach, da Mokulei? Nee. An anderen Grenzen. Teils, ja. Grenze, Alle Queen überall, also die Sowjets sind krasse Ficker da. Ja, die planen ja teilweise auch so dumme Pläne mit einer Division in der Plan drin. Aha, die sind einmarschiert. Ich weiß nicht, ob ich das gut heißen kann. Also ich halte Stand. Ja, sehe ich. Aber ich komme auch nicht rein auf dieser Seite.
Auf jeden Fall haben die deutlich mehr Verluste als du. Ja, die greifen auch über den Fluss an, etc. Das ist. Wie gesagt, freu dich doch. Ich könnte den Krieg sofort beenden, wenn ich alle reinrufe, aber wer möchte das schon? Aber dann hast du. Ja, eben. Komm, mehr Kriegsbeteiligung. Geil, jetzt sind auch Verteidigungspläne. Das ist interessant. Spannend, was die Krieger ab und zu machen, ne? Ich würde jetzt gerne Mäuschen spielen bei Legionäres Bulgarien. Es ist ja was passiert. Nein, nein, nicht wirklich. Ich sehe nur Baubemühungen. Und dass sie Kriegsgegner gegen Rumänien rechtfertigen. Das aber auch garantiert wird vom Vereinigten Königreich. Das wird jetzt. Das heißt, dann muss Deutschland muss dann gegen Vereinigtes Königreich. Ach, was soll ich sagen? Frankreich. Polen. Die Deutschen werden das schon schaffen, oder? Ich habe mal den Bulgaren gefragt, ob sie den totalen Krieg haben. Logo! Hans Getze Flammenwerfer. Ja. Ah, oh, Wahnsinn. Ich meine, was will schon England machen? Also, Frankreich ist dabei. Was will schon Frankreich? Lächerlich, sag ich dann auch. Okay, vollkommen recht. Lächerlich. Ich bin aber auch noch Kriegsziele gegenüber der Schweiz nochmal an Geld mitnehmen. Will ich sehen. Aber glaubst du nicht? Schalke wieder in totalen Krieg. Ich reise Europa in die Scheiße. Aber auch. Das ist mir egal, wenn er mir den Krieg erklärt, dann lehne ich einfach ab. Ich werde da so einen Kauen anrichten. Mal gucken, was draus wird. Ein Chaos, würde ich sagen. Deutschland ist voll witzig, ey. Kaum um rechtfertige, ich krieg sie gegen einen, zack, Pläne sind schon da. Nach dem Motto so, oh, ich hab sie heiß für euch in der Schublade gefunden. Wie lassen wir diese Pläne nehmen? Gegen Italien auch noch, hallo? Ah, da ist Bündnis. Jetzt ist klar. Aber er muss ja nicht alle sofort aktivieren, er kann ja auch nach und nach die Typen rausnehmen. Nimmt er erstmal, was ich, Italien raus? Mit Ungarn und dann der Rest. Aber was ist denn mit dir jetzt da los? Du hast eine Provinz verloren. Ja, das war zur Begradigung. Sonst hätte ich da viel mehr Einheiten gebraucht. Das ist viel einfacher zu verteidigen. Ja, weil du nicht mehr von vier Fronten angegriffen wirst. Das ist maximale Befehlsmacht. Aber es ist. Was ist damit? Ich weiß nicht, was das ist. Na, oben, das ist der rote Telefonhörer. Ach, das ist ja vollkommen unnötig. Ich habe nichts, was meine. Ding pusht. Wo ich Fabriken dazu bekomme, aber so ein Spaß. Ja, was sagt uns das? Ach, dann weiter auf Militär. Die haben schon Nachschubprobleme, sehe ich.
weiteren Herren reinsetzen. Hast du das schon mal ausprobiert, dass wir diesen infiltrieren? Hast du das jetzt schon mal ausprobiert? Nein, noch nicht. Das macht Infrastruktur. Das wird sabotiert. Herbei, Peking, Henan, Jiangsu, Shandong. Nicht so cool. Ich sehe aber nicht, warum ich nicht chinesischen Machtkampf aktivieren kann. Achso, mir fehlt es an Power oder was? Politische Unterstützungspunkte. Wie kriege ich politische Unterstützungspunkte? Weißt du das? Du hast doch den Machtkampf mal gemacht. Ja, Mosi hat den Machtkampf mal gemacht. Ja, aber der Machtkampf ist was ganz anderes. Ich muss gerade überlegen, wie das war. Nämlich nicht so easy, wie du denkst. Irgendwas müsste bei dir auch da stehen mit dem. Komm nicht runter, da steht nur politische Macht, aber ich weiß nicht, wie ich die an. Also politische Unterstützungspunkte. Staatsmehrheit, ach, durch die Staatsmehrheit bekommen sie die. Aber ich weiß sie auch meine Punkte nicht. Da zum Beispiel, wenn du jetzt auf Sozialdemokratie gegangen wärst. Chiang Kai-shek absetzen. Chiang Kai-shek stirbt, verliert 15 politische Unterstützungspunkte. Ja, okay. Ja, aber wie kriege ich Unterstützungspunkte? Das ist eine gute Frage. Mehr Ressourcen. Okay, du legst ja echt los. Was sagst du denn hier dabei? Sharky legt echt los. Gegen Italien und Rumänien fingiert er. Und ein Staatsstreich. Frankreich, da bin ich mal gespannt. Das ist auch viel zu neugierig. Aber. Deine Alpen sind aber doch mitten im Nirgendwo. Das Deutsche Reich macht Bündnis mit Italien. Das wird dann aber automatisch abgelehnt. Oder kann Italien nochmal raus aus dem Pakt mit Rom? Okay. Nein. Ich glaube nicht. Bin mir aber nicht sicher. Keine Ahnung. Nicht soweit ich weiß. Unterstützungsdivisionen spielen nicht rein in die Gefechtsbreite, wenn es mich nicht täuscht, oder? Unterstützungsdivisionen verbreitern auch die Gefechtsbreite und gehen genauso rein. Wir bleiben nur in der Provinz, wenn die Provinz gewonnen wird. Okay. Das heißt, sie spielen genauso da rein. Was die Fluss überqueren ist natürlich brutal, dahinter Hügel. Komm schon, meine mutigen Chinesen, ihr schafft das. Mutige Chinesen. Hallo, wir kämpfen für ein vereintes China. Klar.
schon. Baut das jetzt ja, bei dir mal weiter, André? Da bauen, da baut glaub nichts. Aber in 15 Tagen komme ich da vielleicht durch. Irgendwann haben die keine Organisation mehr und dann war's das. Aha, Tag von Trian an. Die lösen ihre Fesseln quasi. Ja. Den Xinjiang, sowjetischen Pirater, wird eingeladen. Möchte sich jemand von Japan abspalten? Hm? Mhm. Wie geht's der Schweiz eigentlich? Was geht, ja? Ganz gut. Wie sehe, möchte die Schweiz faschistisch? Oha! Möchte gar nichts. Versucht es denn? Warum bist du so neugierig? Wenn du so nett warst, mich zu besuchen, muss ich doch gleich bei dir auch vorbeischauen auf einen Kaffee. Unverändert. Du hast schon alles ausgeplappert, was ich machen will. Schon alles in die weite Welt hinausgeblasen. Okay, ja, nachschauen, was das Template da jetzt macht. Rechtsbreite 8. Ah, spielt direkt auch rein. Ja. Tschüss. Ja, auf jeden Fall brennt halt die Kacke in Europa auf jeden Fall, während wir hier rumchillen. Europa. Ihr habt eure Kriege schon gehabt, ja. Ich hab noch gar nichts gehabt. Situation analysieren, ja. Also, wir werden uns gleich wieder als Kriegstreiber dastehen lassen. So ist das eben. Haben sie drei da reingerufen. Mir fehlen einfach die Flugzeuge, es hilft alles nichts. Es wird viel schneller gehen mit der Sowjetunion, aber ich habe einfach Angst, dass ich da mein Gebiet nicht kriege. Wobei, ich rufe die Mongolei rein. Ach ja, jetzt haben sich alle erklärt, jetzt kann die sich auch anschließen, diese Pisser. Okay, jetzt werden die gekriegt. Schade.
Huch. Ist jetzt nichts mit dem Krieg? Ja. Ich hab sie reingerufen, weil es hat nicht zu lange gedauert. Wir werden sehen, was passiert. Die kriegen da ja dann noch. Ich wollte gerade sagen, also das ist jetzt ja relativ. Die kriegen sonst noch ihre Dinge dadurch. Zeit ist Geld, wie wir wissen. Und sowas für Kommunist. Ja. Er könnte auch Marx lehren. Ja, um zum Sozialismus zu kommen, muss man den Umweg über den Kapitalismus gehen, damit man die Grundlage dafür schafft, sozial zu sein. Niemand Comic-Bibel gelesen? Nein. Naja, dann. Viel ist mir auch nicht geblieben, wenn das denn überhaupt stimmt, was ich da zitiert habe. Nächste Frage. Stimmt das, was ich gerade erzählt habe? Bevor hier Blödsinn passiert. Aha. Das wird interessant mit Deutschland. Fordern Sie die Ostgebiete zurück. Halt eine ganz lange Stadt, die Shanxianer. Halt eine ganz schön lange Stadt, die Shanxianer. Wichtig ist nur, der Erste in Tanquanda zu sein, oder wie das auch immer heißt. Taiwan. Ach so, wenn man ein Bündnis mit der Sowjetunion hat, dann geht man direkt durch Mission durch die Sowjetunion oder was? Was? Das ist nicht cool, das wollte ich nicht. Nein, war. Man kann sich immer noch entscheiden, oder nicht? So wie es aussieht. Doch. Ja, annähernd an die Sowjetunion brauche ich nicht mehr machen, ich kriege nur ein besseres Verhältnis dazu und dann die Panzer, Konstrukteure da haben. Annäherung an die Sowjetunion, ja, richtig. Weil du gehst jetzt zur anderen Richtung, ne? Also da erfüllt die Voraussetzungen. Deutschland kannst du immer noch machen. Dafür bin ich nicht so gut mit Deutschland, also das ist das Problem. Ach so. Okay.
Ja, ich nur so gut stand, weil die Deutschen und Italiener bekämpft. Die Shang-Chi, wie auch immer die da hingekommen sind, ich weiß es nicht. Was? Die Shang-Chi bekämpfen die Italiener? Was? Nein, die Italiener und die Deutschen kämpfen gegen dich. Ist mir gar nicht aufgefallen, wo denn? Ach, da unten, ja, da wo ich gerade massiv angreife, da kämpfen sie, diese Arschlöcher. Fünf italienische Divisionen und zwei deutsche. Diese Arschgeigen. Die wollen auch dahin, aber ich gehe zuerst dahin. Scheißegal. Sneaky peeky. Komm ich da rein. Ganz hinterrücks.